Die Zeit vergeht im Sauseschritt, solang die Welt sich dreht. Es ist schon 20 Jahre her, dass dies Lokal besteht. Zuerst lud Otto Höpfner ein, hier bildlich der Beweis. Da es noch keine Farbe gab, sehen Sie es schwarz auf weiß. Im Jahre 66, dann kam Wirtin Lia Böhr mit Reno Nonsens und Heinz Schenk als neue Kuh hierher. Man lud sich viele Gäste ein, man fuhr durchs Hessenland. Auch jenseits unserer Grenzen, ja, da wurde der Bock bekannt. Ob Salzburg, Zürich, überall, wo er einmal gastiert, trank fröhlich man den Äppelwein, den wir sehr gern serviert. Heut ist ein Grund zum Feiern, weil 150 Mal der blaue Bock in Stadt und Land bei seinen Gästen Zuspruch fand als Fernsehstammlokal. So mancher Bürgermeister hat sehr herzhaft hier gelacht, wenn ihm mit einem guten Witz der Bembel wird gebracht. Auch gab die hohe Politik sich gern einstellig ein, besonders zahlreich vor der Wahl, wie könnte es anders sein? Von Oper, Operette war fast jeder Star zu Gast, von Filmtheater machten hier die meisten gerne Rast. Auch manche, die man längst nicht mehr in unserer Mitte sieht, sie unvergessen kamen her und sangen hier ihr Lied. Was bleibt, ist die Erinnerung an jeden, der hier saß. Auf alle, die je mitgemacht, erhebe ich mein Glas. Heut ist ein Grund zum Feiern, weil 150 Mal der blaue Bock in Stadt und Land bei seinen Gästen Zuspruch fand als Fernsehstammlokal. Die Zeit ist leider viel zu kurz für meine Chronik heute. Wer zählt die Namen alle auf, die uns je hier erfreut? Auch gilt von mir ein Dankeschön, Sie werden es verstehen, an jene, die beteiligt sind, die Sie jedoch nie sehen, die hinter den Kulissen stets für diese Schau bereit. Mit Ihnen hier der nächste Schluck auf eine schöne Zeit. Zum Jubilieren gibt uns jetzt Sulzbach am Taunus hier, der Ort im schönen Hessenland für diesen Tag Quartier. Wir wünschen unserem Publikum zu Haus und auch im Saal, dass fröhlich nun der Bock hier springt und singen noch einmal. Heut ist ein Grund zum Feiern, weil 150 Mal der blaue Bock in Stadt und Land bei seinen Gästen Zuspruch fand als Fernsehstammlokal. Heut ist ein Grund zum Feiern, weil 150 Mal der blaue Bock in Stadt und Land bei seinen Gästen Zuspruch fand als Fernsehstammlokal. Im Frühjahr hat man nicht nur Hausputzen, die Müdigkeit, man trimmt sich auch. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, ich habe abgenommen. Früher musste ich sagen, der Korpulenz ist da. Jetzt kann ich sagen, der Lenz ist nur noch da, um das mal zu sagen. Und ein bisschen trimmen kann ja nicht schaden. Wir haben vier Prominente, die sich wirklich jeden Tag trimmen. Die haben wir eingeladen und hier sind sie unter dem Motto, ein bisschen trimm dich kann nicht schaden. Hier sind sie. Ein bisschen trimm dich kann nicht schaden. Ein bisschen trimm dich, das hält fit. Drum sind sie herzlich eingeladen zum Laufen, Springen, Reiten, Baden und machen hoffentlich auch mit. Wer rastet, ja, der rostet, das weiß ein jeder Mann. Wer nur zu Haus sitzt, prostet, der setzt ein Bäuchlein an. Auf das kann man verzichten, wer isst gern kugelrund. Drum bitten wir zum Trimmen, denn so bleibt man gesund. Ein bisschen trimm dich kann nie schaden. Ein bisschen trimm dich, das entwickelt. Drum sind Sie herzlich eingeladen zum Laufen, Springen.
Man hat viel Möglichkeiten, ob man spazieren geht, ob man mit einem Fahrrad vergnüglich Runden dreht, ob man für seinen Kreislauf mal hin und wieder schwimmt. Die Hauptsache, man tut was und schon ist man getrennt. Ein bisschen Trim nicht kann nicht schaden, ein bisschen Trim nicht, das hält mit. Drum sind Sie herzlich eingeladen zum Laufen, Springen, Reiten, Baden und machen hoffentlich auch mit. Es ist doch wirklich einfach, man braucht dazu nicht viel. Man muss sich nur bewegen und schon ist man am Ziel. Drum stehen wir jetzt alle zu Hause und hier mal auf und hüpfen auf der Stelle, das hilft, verlasst euch drauf. Ein bisschen trendig kann nicht schaden, ein bisschen trendig, das hält mit. Drum sind Sie herzlich eingeladen zum Laufen, Springen, Reiten, Baden und machen auf. Ein bisschen Trimmlich kann nicht schaden, ein bisschen Trimmlich, das fällt fit. Und wenn Sie herzlich eingeladen zum Laufen, Springen, Reiten, Fahren und machen hoffentlich auch mit. Ja, also, darf ich bitten? Ich habe auch ein bisschen Herr Bürgermeister, wir wurden strapaziert. Man soll ja am Anfang, wenn man trimmt, ich mache nicht übertreiben, aber wir haben echte Trimmer dabei. Sonst beginne bei den Damen. Ein Gast vom Bayerischen Rundfunk, den ich recht herzlich dabei grüße, das haben wir ausgemacht, Caroline Reiber. Sie kennen sie alle als Ansagerin, als Moderatorin vom Bayerischen Rundfunk. Da wirklich keine Luft mehr. Ich bin mitgehüpft. Eine Schauspielerin, die Sie alle mögen, Maria Sebald, auf das Herzlichste bei uns begrüßt. Und ein bisschen Tagesschau kann ja auch nicht schaden. Werner Feigl, hier ist er, im Bademantel sogar. Schön drin. Und ob man Kino kennt und so weiter, Helmut Lange, auf das Herz. Oh, ja, fangen wir mal an. Frau Reiber, wie trimmen Sie sich? Was ist Ihr Trimmprogramm täglich? Tägliches Trimmprogramm? Na, ich habe drei Männer zu Hause. Ja, drei Männer, das ist ein Trimmprogramm, wo man nichts dazu sagen kann, aber das sind in verschiedenen Stufen. Ja, so. Und wir wandern viel. Wandern? Und wir schwimmen. Und jetzt spielen sie gerade Fußball, die beiden, und zwar 60 gegen Bayern Jugendmannschaft. Und ich hoffe, sie haben unentschieden gespielt. Unentschieden gespielt, ja. Dann freuen sich beide. Da haben sie ja jede Woche ein schönes Ballerlebnis, wenn die nach Hause kommen mit dem Fußball. Aber das wird richtig ehrlich gesagt. Bergwandern auch, das ist was umgefallen am Buffet, das ist nicht schlimm und so weiter. Es fällt in der Politik so viel um, warum soll nicht mal was in den Unterhaltungssendern umfallen? Also das auf jeden Fall. Nein, es wird aber ehrlich getrimmt. Ja, Sie sind ehrlich mit dabei. Sie haben eine Sendung noch, die heißt Unser Land im Bayerischen Land. Da wird diskutiert. Nein, Unser Land nicht. Unser Land befasst sich also mit Problemen des Blumenpflanzens bis zum Umsturzbügel für Traktoren. Aha, und da haben Sie noch eine Sendung, Jetzt red ich. Ja, also nicht ich, sondern die bayerischen Bürger haben da die Möglichkeit, sich alles frei vom Herzen zu reden. Aha. Und die bayerischen Minister müssen dann Rede und Antwort stehen. In der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung beschweren sich dann die Bürger wieder über die bayerischen Minister. Und so ist das bis ans Lebensende, geht das immer weiter. Es wird sich ja immer über jemand beschwert, auf jeden Fall. Frau Sebald, was machen Sie, um sich zu trimmen? Oh, ich, hier. Oh ja, Sie sind im TSV Grünwald, Sie sind einem Turnverein, Sie turnen. Ein aktives Mitglied. Aktives ich Mitglied. Gehe zweimal die Woche eine volle Stunde turnen, Gymnastik, eine tänzerische Gymnastik machen. Wie macht man das? Wir haben, kann ich hier nicht vormachen, sonst fährt ja alles nach Grünwald und dann ist hier niemand mehr hier. Aber Grünwald hat Jubiläum, das wollen wir dazu sagen. Ja, und vor allen Dingen kann ich unserem Turnverein auch zum 50-jährigen Jubiläum gratulieren, was ich hier mitmachen möchte. Machen möchte. Ja, das haben wir getan auf jeden Fall. Über Schauspiel sagen wir nichts. Ich weiß nicht, wir drehen jetzt Endstation Paradies. Endstation Paradies. Und das macht Kalt der Gerechte. Mit der Inge Meisel und Erna Selmer. Ja. Und Kalt der Gerechte. Und anschließend mit dem Mulja noch mal vier Filme. Wunderbar. Und dann wir trimmen. Werner Feigl, darf ich einmal sagen, was machen Sie als Trimmdich?
Ich wandere viel und ich schwimme. Ich schwimme, aber nicht bei den Nachrichten. Das hat man bei Ihnen noch nicht erlebt. Er ist so etwa. Nein, das geht ja präzise. Wieso passiert eigentlich immer so viel, wie gerade in die Tagesschau reingeht? Ja, das habe ich mir schon mal überlegt. Es könnte doch mal was. Mal mehr passieren. Weil die Zeilen vorher gezählt werden. Die Zeilen werden richtig gehen gezählt. Ja, ja, und ich weiß natürlich auch. Ich sehe manchmal die Tagesschausprecher mit Bedauern. Er sagt dann, hat irgendeine Nachricht verlesen und dann sagt er, und nun ein Bericht aus Beirut. Und dann macht er laufend zu gucken, da kommt überhaupt kein Bericht. Wie lange halten Sie das aus? Ja, so lange, wie ich noch irgendwie blättern kann. Da wird immer geblättert. Sie sind auch Moderator, Sie haben eine Hörfunksendung. Ja, Hörfunk macht deshalb Spaß, weil man sich da ein bisschen länger ausmehren kann. Das 3,5 Stunden. Sie wissen ja, Tagesschau ist ein Beitrag 1,30, 1,12 oder so. Ja, ja. Hörfunk ist natürlich auch gut. Ne? Es gibt sogar Kollegen, die sind so eitel, die lassen sich für Hörfunksendungen schminken. Aber das liegt schon weiter zurück. Sie sollten jetzt den Grand Prix Eurovision übertragen am 2. April in London. Ja, da sollte ich den Kommentar sprechen, aber der Grand Prix ist ja nun leider ausgefallen. Mhm. Aber wir hoffen, dass er doch noch im Mai noch wiederholt wird. Ich hoffe, also, dass es noch. Jetzt komme ich zu Helmut Lange. Vor 14 Tagen waren wir zusammen und ich habe erst gedacht, sein Friseur hätte gestreikt, aber weil er so kurzen Haarschnitt hat, ist ein bisschen gewachsen, ja, wie Pizza, ja. Woran lag's, Helmut? Ich drehe in einem Hitler-Film, der gerade gedreht wird von Herrn Süberberg. Da spiele ich den Kammerdiener Hitlers namens Karl Wilhelm Krause. Ja. Und da musste halt 1936 war hier Kahlschlag und oben Streichholzlänge. Naja, und das muss man. Ja. Das war ja bedacht damals. Die Haare musste kurz sein, damit man die Ohren besser anlegen konnte. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Das war halt diese Zeit gewesen, die damals da war. Auf jeden Fall. Danke. Kennen Sie Kino eine Filmpremiere jetzt gehabt? Ja. Vorgestern in Berlin. Was war es für ein Film? Das Gesetz des Clans, ein Krimi mit Gerd Fröbe und Horst Frank und Heidi Bühl in den Hauptrollen. Und ich jetzt wollen wir noch wissen, wie trimmt er sich, was tut er, der Helmut? Also ich stemme einhändig ein Körnchen und ein Bier. Das ist das Stemmen. Das ist ein Trainingsprogramm, was man weiterempfehlen kann. Ich laufe sehr viel, ich lasse das Auto stehen, wo es geht, und ich fahre. Wunderbar. Und das können wir jedem nur empfehlen. Ich darf den Trimmern ein herzliches Dankeschön sagen, damit er was hebt. Am Buffet steht etwas bereit. Bedanke mich, dass ihr da gewesen seid. Jawohl. Der Verliebten bei Mondenschein sah ich so tief ins Herz hinein. Was du mir versprachst, war ehrlich und wahr, das sagte dein Augenpaar. Da dachte ich, zwei Blaue vergiss mein Nicht, sollen deine Augen mir sein. Zwei blaue vergiss mein Licht, die bitten mich, bleibe mein. Ich hab dich so gern.
den blauen Bock mit Schlagen als Blumensouvenir. Wir brachten musikalisch hier jeweils einen Hit, gesungen und gebunden in Jubilar heute mit. Nein, bitte, da bin ich noch hart. Nicht, dass Sie, oh, vom Medium erzählen noch mal Blümchen. Nicht, dass Sie denken, dass wir, Frau Wirtin, ja, ich habe schon so viel Blumen heute gekriegt. Die möchte ich der Wirtin geben. Ach, Lea Böhe. Alle. Ja. Ganz herzlich. Vielen Dank. Liebe Frau Wirtin. Danke. Liebe Lea. Alle so. Ja, alle Medium erzählen, Dankeschön, die waren schon so oft. Ich freue mich ja, dass ihr gekommen seid zum Jubiläum, gratuliert habt. Muss ich die Namen nennen? Lolita ist da, meine Damen und Herren. Ich mag das sofort weg. Margot Eskens. Ja. Und eben habe ich auf Holländisch gehört, er steht auf meine Schuhe. Nein, aber, nein. Das ist Miege Telkamp. Sie haben sie längst erkannt, meine Damen und Herren. Gerhard Wendland und Rex Gildo. Hier ein Applaus dafür. Danke. Und nicht allein, dass Sie also gekommen sind, um zu gratulieren. Wir sind so gut Zugabe, ja? Sagen Sie das mal zu Ihrem Metzger. Also, der wirft ihn raus, gell? Also, nein, ich möchte eins sagen. Ich habe mich so gefreut, dass Sie gekommen seid und gratuliert habe. Wir kennen uns aus vielen Jahren. Wir kennen uns vom Frankfurter Wecker her. Ja. Damals haben wir viele schöne Sendungen zusammen gemacht. Ja. Ich habe den Frankfurter Wecker so früh, ja. Ich hätte es ja nie gemacht. Meine Frau hat immer zu mir gesagt, du gehst mal auf den Wecker. Und da bin ich dann hin, habe ich gedacht, wenn die das sagt, dann musst du auch hingehen. Aber das sind ja nicht nur allein. Schon andere Blumen besungen, Rex? Ja, auch zum Beispiel, was der Gerhard gesungen hat. Ich sende dir rote Rosen. Aber der hat ja sämtliche Rosen besungen. Überall blühen Rosen. Mhm. Schenkt deiner Frau mal hin und wieder rote Rosen. Das ist ja. Viele Rosen. Ein Rosenkavalier des deutschen Schlagers. Die Miege schon andere Blumen besungen? Muss man nachdenken? Nein. Ach, bei mir passen Tulpen, ne? Tulpen, ja. Für Amsterdam immer. Was ist mit der Margot? Ja, weiße Fliederrosen. Holunder auch mal? Holunder, nein, Holunder nicht. Holunder. Ich, ja. Und vergiss mir nicht. Und vergiss mir nicht, dass du alles schon besungen. Ja. Ich bedanke mich recht schön, dass ihr da gewesen seid. Haben wir Bembel da, die wir einmal bringen können. Ein Jubiläums-Bembel, ja. Wer den Bembel nicht ehrt, ist den Äppelmann nicht wert. Wir wollen, dass wir kriegen, wieder geholfen. Und ich fülle ihn nicht nur mit Blumen, sondern mit einem Applaus, einem Dankeschön aus Sulzbach, dass ihr da gewesen seid und habt die Blumen wieder überreicht. Schönen Dank, Miege. Einen Freund, einen großartigen Quizmaster, Showmaster als Gast, Rudi Carrell. Rudi, ich grüße dich aufs Herzlichste. Und es war ein bisschen schwer, dass Rudi überhaupt gekommen ist. Sie wissen, meine Damen und Herren, heute, glaube ich, in 8 Tagen, ist es wieder soweit. Nein, genau, nächste Woche Samstag ist wieder am laufenden Ball. Am laufenden? Ja. Aber ich bin gekommen, um dir herzlich zu gratulieren zu diesem 150. Geburtstag. Ich danke dir, Rudi. Ich habe dir auch was mitgebracht. Ja, Blumen, Blümchen. Nein, Tomaten. Holländische? Ja, wieso? Willst du mit ihnen reden? Nein, ich kann hier überhaupt kein Holländisch. Also, aber es ist nahrhaft. Ich nehme sie rüber. Du willst sie ja nicht werfen auf mich, gell? Nein. Ich darf sie überreichen. Legen Sie drüben bitte noch hin, Frau Wittes, ganz klar. Rudi, ich beneide dich ein bisschen. Weißt du, so ein Quizmaster mit Kandidaten, das ist ein Erfolg. Ich gehe immer mit meinem Bembel rum. Du hast so nette Kandidaten, nette Frauen. Alles da dabei und kannst da spielen. Ich möchte einmal Quizmaster machen. Würdest du einmal mit mir ein Spiel machen? Also du wärst der Kandidat, ich wäre der Quizmaster. Ja, aber hast du ein Spiel? Ich habe ein Spiel, ja, selbst erfunden. Hast du auch Preise? Ja, also Preise, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also ich muss mal gucken. Irgendwo habe ich Geld. Wir könnten um Geld wetten. Ja. Ja, pass mal auf. Also ich habe 10 Mark hier. Wenn du 10 Mark dagegen setzt, dann ist der Preis 20 Mark. Wenn du gewinnst, sind die 20 Mark hier. Wenn ich gewinne, sind die 20 Mark hier. Wollen wir das spielen? Ja, aber was für ein Spiel ist es? Es ist ein einfaches Spiel, aber vielleicht doch ein bisschen schwierig für dich. Ich spreche ganz langsam, weil du Ausländer bist. Und ich stelle dir 4 Fragen, ja? Du musst auf jede Frage von mir mit deiner Sendung antworten. Du sagst immer, am laufenden Band. Ist gut? Ist das alles? Das ist alles, ja, ist aber schwer. Gebracht. Nein, Moment. Also, die erste Frage, trinkst du gerne Bier? Am laufenden Band.
Ich habe gehört, die Anke und du, ihr erwartet Nachwuchs. Am laufenden Band. Ist das wahr, du gibst dir selbst Autogramme? Am laufenden Band. Jetzt sagen wir ehrlich, du kennst das Spiel schon. Nein, das erste Mal. Aha. Jetzt eine Revanche, ja? Eine Revanche? Ja, jetzt drehen wir das Spiel um. Ich stelle dir 4 Fragen und du antwortest mit der blaue Bock. Ja? Auf 4 Fragen? Auf 4 Fragen. Nur, ich erhöhe auf 50 Mark. Muss ich mal sehen. Herr Programmdirektor, habe ich Kredit, ja? Also, 50 Mark? Ja. Wie heißt der Volländisch auf Wiedersehen? Du kannst ja, gleich auf... Ja, bitte spielen. Ja, okay. Also bitte, dein Erste Spiel. Frage. Wenn du nachts nach Hause kommst, ja? Was sagen dann deine Nachbarn? Der blaue Bock. Wenn du noch mal auf die Welt kommen würdest, was möchtest du dann sein? Der blaue Bock! Ah, du kennst das Spiel. Der blaue Bock. Gut, noch eine Chance. Ja. Was hast du lieber? Der blaue Bock oder die 100 Mark? Der blaue Bock. Ja, nimmst du den blauen Bock, nehme ich die 100 Mark. Tut sie. Was hast du gesagt? Tot ziens. Was heißt das? Das ist auf Wiedersehen, auf Holländisch. Tschüss. Ja. Ein Grundstück. Im Schlager besingt man den Wein, die Liebe, den Frühling, aber auch die Namen. Und wir haben uns einmal überlegt, 4 Künstler einzuladen, die einen Vornamen haben, der schon oft besungen wurde und die ein bisschen darüber singen wollen. Was wäre der deutsche Schlager ohne Namen? Hier sind sie. Ja, was wäre der deutsche Schlager ohne Namen, bitte sehr. Und da man uns auch besungen und von uns manch Lied erklungen, darum kamen wir dir her. Da wär die blonde Inge, die man einst mit bedacht, dank unseren Schlagertexten stets gern nach Haus gebracht. Auch Johnny wird besungen, er war sehr oft dabei und sagte laut und deutlich zu jedermann goodbye. Ja, was wäre der deutsche Schlager ohne Namen, bitte sehr. Und da man uns auch besungen und von uns manch Lied erklungen, darum kamen wir hier her. Nun käme Violetta, man hörte gern ihr Lied. Zwar schrieb es einst Herr Verdi, ob er dann Themen sieht. Auch über Hans, ganz ehrlich, gab's Schlager wie noch nie. Er war stets hitbegehrlich, vom Kopf bis zu dem Knie. Ja, was wäre der deutsche Schlager ohne Namen, bitte sehr. Und da man uns auch besungen und von uns manch Lied erklungen, darum kamen wir hier her. Doch auch die anderen Namen mit eigenen Melodien. Der Siegesmund, Elisabeth, der Egon, Max, der Hein. Die gute Tante Anna, der Josef und der Franz. Wer will sie alle nennen, zieht man mal hier Bilanz. Ja.
Ja, hier sind Sie, meine Damen und Herren. Goodbye, Johnny, würde ich sagen. Johnny Hill, ein großartiger Schlagersänger ist bei uns, meine Damen und Herren. Er ist in Tirol geboren, aber sang immer Lieder von der See. Richtig. Wie kam das? Von den Bergen muss man denken, Sie müssen nur von den Bergen singen. Sie haben na, wahrscheinlich, weil sich die Gegensätze anziehen. Gegensätze anziehen. Das ist das Sie sind der Interpret überhaupt für Seemannslieder. Ja. Vielleicht kommt es aber auch von ein bisschen Fernweh. Sie sind als Tramp durch ganz Europa gefahren, habe ich gelesen in Ihrer Biografie. Ja. Das ist richtig. Haben Sie ein Land, wo Sie noch einmal gerne hinfahren würden, wo Sie noch nicht waren? Südamerika. Wir können keine Reisen verschenken. Wir sind ein armer Sender, aber ein Bembel darf ich Ihnen geben. Und wenn Sie Tequila reintun, würde ich sagen, ist das genauso gut, ein Hauch von Südamerika. Jawohl. Und jetzt, auf ihn habe ich ein bisschen gewartet. Es hat auch nie geklappt bei 76 ja, Sendungen. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Ja. Hans Clarin, meine Damen und Herren. Schwarzer Jahrmarkt, habe ich schon gesagt. Ja. Sie waren unterwegs gewesen mit... Mit Schloss Gripsholm von Tucholsky, von Januar bis vorgestern. Aha. Eine lange Zeit. Das klingt so schön, von Januar bis vorgestern. Ja, das könnte das ein Titel sein. Wollte ich das sagen, von Januar bis vorgestern. Aber ich habe Sie auch oft gesehen in Kindersendungen. Sie sind ein... Ja, das ist eigentlich das Liebste, was ich mache, muss ich sagen. Kindersendungen machen mir besonders Spaß. Ja, und er sammelt Spielzeug, zum Beispiel Blechspielzeug, habe ich mir sagen lassen. Ja. Vielleicht können Sie mich brauchen, ich bin leicht aufzuziehen. Und Eisenbahnen sammelt er. Ja, wenn jemand eine alte Eisenbahn hat, so, die kann ihm, da drüben sitzt jemand, der hat sehr Eisenbahn, gern, weil ich ja. Und Puppen. Ja. Alte Puppen. Alte Puppen, das wollen wir dazu sagen, damit sich nicht ein paar neue melden. Also ich meine, alte Puppen sammeln Sie auch auf jeden Fall. Nehmen auch neue. Neue Puppen, ja. Und in Klimbim hat er mitgespielt, er macht alles Staatsschauspieler. Ich darf mich schön bedanken, dass Sie bei uns gewesen sind. Und der Applaus, der jetzt kommt, gehört vier Gästen, die dem deutschen Schlager einen neuen Impuls gegeben haben, der schon sehr alt ist. Bedanke mich recht schön. Ja. Ja, nimm die Stühle mit. Hol den auch weg. Meine Damen und Herren, Pro und Contra, Volkslied gegen Schlager. Hier ist unsere Sendung Pro und Contra. Zu Pro und Contra fragen wir Sie musikalisch heute. Ob Volkslied oder Schlager mehr das Publikum erfreut. Dass beide sich sehr ähnlich sind in Wort und Melodie, beweisen singend Pitt und Paul, Nina und Mike für sie. Im Frühtau zu Berge, wir gehen Fallera, es grünen die Wälder, die Höhen Fallera. Wir wandern ohne Sorgen, singen in den Morgen, noch ehe Italien die Hände kriegt. Ja, wir kennen in der Heimat jeden Strauch und jeden Baum. Darum zogen wir gen Süden, das war immer unser Traum. Una paloma blanca, Traum und der Liebe für zwei. Una paloma blanca.
danke für die Diskussion, die singend hier geführt. Die Punkte sind gerecht verteilt, wir haben sie halbiert. Ob Schlager, Volkslied, bleibt egal, schaut man dem Volk aufs Maul, wie heute ihr Nina und Mai vereint mit Pitt und Paul. Der Weg vom Volkslied zum Schlager ist gar nicht so weit. Der Schlager ist vielleicht, weil man ihn mehr im Ohr hat, weil man ihn selbst mitsingt, der Schlager ist das Volkslied, wollte ich sagen. Der Schlager ist Tagesbilanz, darf ich mal sagen. Ihr wohnt in der Lüneburger Heide. Jawohl. Wie sieht's aus? Frühling schon ein bisschen? Na, es fängt gerade an zu sprießen. Und wie ist es in Hemsbach? An der Bergstraße ist alles schon erblüht. Wunderschön. Und damit ihr ein bisschen was mitnimmt von da. Die Bembel mit freundlichen Grüßen, würde ich sagen. Ich finde das so schön, zum Beispiel das Volkslied. Ist Ihnen mal aufgefallen, wenn im Volkslied der Text am traurigsten ist, wisst ihr das, sind wir am lustigen. Da gibt es ein Lied. drei Lilien, die pflanzt mir auf mein Grab. Tiralala. Also das, da bricht eine Fröhlichkeit aus. Das ist die hübscheste Grabepflanzung, die ich musikalisch je erlebt habe. Ich darf mich schön bei euch bedanken, dass ihr da gewesen seid. Ihr seid großartige Interpreten für beides. Ihr könnt Schlager singen, ihr könnt Volkslied singen. Und dass ihr das zusammen gemacht habt, ist ein Applaus wert. Dankeschön. Wir sehen uns beim Finale. Meine Damen und Herren, Frühling. Frühling in Sulzbach. Frühling überall, wo man hinschaut. Von was könnten wir singen? Nur vom Frühling. Hier ist unser großes Frühlingsfinale. Thank you.
das wird ein Frühling ohne Ende, voll Blütenduft und Sonnenschein. Wenn du erst endlich wieder bei mir bist, mich zärtlich küsst und nie mehr lässt allein. Das wird ein Leben wie im Märchen, und meine Märchenfee bist du. In deinen Armen find ich Seligkeit, Vergessenheit und Ruhe. Was eine Frau im Frühling träumt, ist ach so dumm und ungereimt. Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte gern zu zweit sein. Ja, was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an. Einen Tag im Frühling klopft das Glück an deine Tür und die Welt erstrahlt im goldenen Schein. Reicht dem Glück die Hände, lass es nie mehr fort von dir, schließ es fest für immer bei dir ein. Für jeden kommt die Stunde, wo ihm die Sonne lacht und wo Fortuna endlich mal Winke, Winke macht. An einem Tag im Frühling klopft das Glück an deine Tür. Schönsten Traum erfüllt es dir. Es war an einem Frühlingstag im sonnigen Sorrent ein junges Mädchen und ein junger Mann. Beide gingen sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Das ist der Frühling, das
ist der Frühling. Das ist der Frühling. Das ist der Frühling. Das ist der Frühling von Berlin. Und wenn der Wedel hat, der nimmt nur eine Stadt. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Liebe Freunde. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, das war er. Der 150. Euer Applaus. Der 150. Blauer Bob. Der 151. kommt aus Wildeck-Obersuhl am 4. Juli. Hör mal, hast du nicht gemerkt, dass wir mit der Sendung am Ende sind? Ist da was? Wir sind doch am Ende und da hängst du immer noch Girlande auf. Was da? Lass ich häng's ab! Ah! Will ich nur sagen, meine Damen und Herren, auf Wiederschauen im Blauen Bock. Tschüss allerseits, alles Gute. Ein Gruß zum 150. Blauen Bock. Ich danke euch schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.